wollte sagen, alle herzlich willkommen zum Live-Chat bei Jetzt TV auf YouTube und in Zoom. Heute mit Sven rein und ich hoffe, wir haben alle einen schönen Abend. Ja, herzlich willkommen auch von mir hier zum Zoom Live Chat Room oder Live Chat. Genau, die Amina sehe ich. Ja, wunderbar. Hallo, grüß dich. Schön, schön dich auch zu sehen hier. Ja, und ja, hier ist wieder sozusagen die Einladung, miteinander oder zusammen zu sein, im Austausch miteinander zu sein, über das, was ja, das, was unsere Natur ist. Unsere Natur ist sozusagen ja das, was kein zweites kennt. Und ja, doch halt auch zugleich das ist, was simultan als alles erscheint. Aber in Wirklichkeit gibt es kein Dualismus. Also es gibt nur diese Nichtzweiheit, die alles ist, was ist. Und ja, die ist schon bereits vollkommen. Und die ist von nirgendwo hergekommen und geht nirgendwo hin. Und aus dem, was von nirgendwo hergekommen ist und nirgendwo hingeht, aus dem besteht alles, was erscheint bzw. zu passieren scheint. Ja, und wir haben einen sogenannten Verstand oder das Denken, also das, was man als Verstand bezeichnet, das Denken. Und das Denken spielt sich immer dualistisch. Oder halt auch das Sprechen. Das Sprechen, Worte spielen sich dualistisch. Aber all das Denken und all das Sprechen erscheint in dem, was nichts Zweites kennt. Und ja, der Verstand spielt sich immer wieder so wunderbar oder das Denken spielt sich immer so wunderbar in dieser Zweiheit, in den Gegensätzen oder in einem Gegenteil. Aber bei all diesen ganzen Erscheinenden oder bei all dem ganzen Anschein von Zweiheit existiert in Wirklichkeit keine Zweiheit und auch es wird nichts getrennt dadurch. Ja, und das, was schon bereits nie angefangen ist, das, was kein zweites kennt und das totale Alles an sich ist, ja, erscheint als absolut alles. Als Sehen, als Sprechen, als Hören, als jedes Sehen, Sprechen, Hören gleichzeitig. Ja, falls da irgendjemand etwas hat, irgendetwas sagen möchte, total willkommen hier. Die Damen und Herren im Team müssten einfach diese digitale Hand gerne hochheben, weil man das bekannt sind. Und ansonsten habe ich hier auf YouTube einen guten Abend, lieber Sven, und an alle Beteiligten Grüße aus Berlin, Conny von Lichtsäule Herzensmensch. Und von Elisabeth Posch, danke Sven für dein Hiersein. Ja, total gerne. Soll so sein, soll sich so spielen. Ja, und alles, was erscheint und zu passieren scheint, beziehungsweise was sich spielt,
Also jegliches Sehen, Sprechen, Hören, ja, jeglicher Impuls, jegliche Reaktion spielt sich vollkommen unschuldig, ungefragt, wahllos und frei. Niemand da, der weiß, was als nächstes gedacht wird. Niemand da, der weiß, was als nächstes gesprochen wird. Niemand da, der weiß, welcher Impuls oder welche Reaktion als nächstes passiert. So, bin ich dran? Ja, ich höre dich gut. Hallo, Hi, also grüß dich. ich bin nicht Percon Technologies, das ist mein Firmenaccount. Ich wusste jetzt nicht, wie man das umstellt, weil das bei uns immer die Sekretärin macht. Also ich bin Irek. Ich hab eine Frage, Sven, und zwar, wenn du jetzt so sprichst, das, was du sprichst, wenn ich dich jetzt frage, wer spricht da, sagst du natürlich niemand. Ich würde gern wissen, wie du das aber empfindest. Wie empfindest du das, was da passiert, wenn da niemand spricht? Diese Anwesenheit von dir, wie fühlst du das? Was ist das für ein Erleben? Weil du kennst ja auch die andere Seite, unsere Seite, diese suchende, fragende Seite. Was ist das für ein Gefühl, wenn eben keiner da ist? Kann man das irgendwie beschreiben, so dass es in unserer Welt, in dieser Ich-Welt, vielleicht so wie Hinweisschilder darauf geben könnte, wie fühlt sich das an, anwesend zu sein und doch nicht ich sein? Und trotzdem sprichst du auch in dieser Ich-Form. Also ich würde gerne das Gefühl mal so in deinen Worten mal hören. Vielleicht kann man da auch etwas hinein oder herausfühlen für uns. Danke. Okay. Ja, ich könnte auch sagen, hier ist jemand, beziehungsweise hier spielt sich jemand als diesen Charakter namens Sven. Und genau, und es ist weiterhin weiterhin sowas wie eine Empfindung von, na, dass sich hier ein Charakter sich spielt namens Sven. Das bleibt halt auch. Also wenn jetzt die Amina jetzt Sven sagt, dann wird halt auch hier auf den Namen reagiert, beziehungsweise sich angesprochen gefühlt. Und das bleibt weiterhin bestehen, das spielt sich weiterhin. Aber dieser Anschein von einem Zentrum, ja, und dass es da tatsächlich etwas anderes gibt, ja, das ist nicht vorhanden und das hat auch nie in Wirklichkeit existiert. Das existiert nicht. Dass es irgendetwas anderes gibt. Da ist nur das, was ist und das, was ist, hat nie angefangen und ist das totale alles an sich. Alles ist das. Egal, welcher Gedanke auch immer, also jeder Gedanke ist das, jedes Sprechen ist das Hören, alles ist das. Das, was ist, erscheint gleichzeitig als das, als alles zugleich. Und ist das, was du tatsächlich auch auf dieser Körperebene, du sagst ja, das spielt sich ja weiter, dieses Sven-Sein und so weiter, also auch der Körper ist da, den fühlst du ja, du fühlst Wärme, Kälte, Hunger, Durst, diese Dinge sind ja auch da. Und Ja. das, was du gerade beschrieben hast, das ist auch das erlebte Fühlen, also eben alles zu sein, Stein, Baum, Himmel, alles, ist das so? Weil so wird ja oft drüber gesprochen. Wie ist das auf dem im Empfinden? Du empfindest dich ja als Sven, als Körper, man sagt aber gleichzeitig alles. Wie empfindest du dieses alles? Wo kommt das her? Ist das eine Vorstellung? Ist das, wenn es Ja, ein es ist, Fühlen ist, muss es ja in einem drin sein? ja, also es kann, es kann, es ist nicht tatsächlich sagbar. Ja, und das ist ja das, was ist das, also wir sprechen im Endeffekt von diesem Unsagbaren, also von diesem totalen Alles. Ja, und das, egal, das, was du jetzt auch benannt hast, also Stein, Baum, ja, das sind ja alles nur Worte. Der Baum ist kein Baum, es ist ein Wort. Wenn wir dieses Wort gar nicht hätten, wenn wir gar kein Wort für irgendetwas hätten, das sind ja alles nur Etiketten oder Labels. Und wenn wir gar keine Worte verwenden könnten,
Also, wenn wir keine Worte und keine Gedanken verwenden könnten, was bleibt denn übrig? Was ist das? Was ist das, was wir vorher als Baum bezeichnet haben und zu denen wir eine Beschreibung hatten oder eine Interpretation, aber wenn wir gar keine Worte verwenden könnten und keine Gedanken verwenden könnten, was ist direkt unmittelbar hier? Das bedeutet jetzt, dass das, was wir sehen oder das, was wir als Baum bezeichnen, eine reine Idee, eine reine Vorstellung von Baum ist. Und diese Genau, es Vorstellung, ist, und genau, das ist ein, ist dieses das Ich, sind, Entschuldigung, ja? ja, genau, das ist eine Idee. Also jedes Wort ist eine Idee, also sprich etwas Erfundenes. Also wenn man das genauer betrachtet, ist jedes Wort etwas Erfundenes. Jeder Gedanke ist etwas Erfundenes. Man könnte auch sagen Lüge, oder? Ja. Es ist nie die Wahrheit, also es beschreibt nie das wirklich. Genau, es kann gar nicht, also es sind ja alles immer nur Worte. Einfach nur eine Zusammensetzung aus Worten dann oder eine Zusammensetzung aus Buchstaben oder aus Worten dann halt auch. Deswegen ist ja halt auch jedes Konzept, jedes Kon also genau, alles, was man auch diese ganzen Konzepte ist einfach alles nur eine Zusammenstellung von Worten. Und dieses Ich-Erleben, spielt sich das auch innerhalb dieser Vorstellungswelt ab? Das, was wir, was wir noch erleben, ist das auch rein in dieser Vorstellungswelt? Weil ich fühle ja auch eine Art Ich, ja? Ich bin, wenn zum Beispiel Gefahr droht, fühle ich mich bedroht. Also da ist nicht nur eine Vorstellung, sondern ich fühle das ja auch. Ja, aber was ist dieses Ich oder mal so gesagt gehabt, was ist zwischen Ich und Nicht-Ich? Das habe ich schon oft versucht zu ergründen und komme zu keinem Ergebnis. Ja, aber das ist es. Aber das ist das, was du sozusagen tatsächlich, also das, was du nicht nicht sein kannst. Du bist selbst das Unsagbare. Und das, was unsagbar ist, ist auch für sich selbst, also für sich selbst unergründbar. Es ist für sich selbst gar nicht ergründbar, weil es nur sich selbst gibt. Und warum spielt sich das dann hier, dass es nach sich selbst sucht und sich selbst verstehen will? Ja, genau. Ist das so dumm, dass es nicht weiß, dass es unergründbar ist und es trotzdem versucht? Was ist das? Ja, und der, Ja, so ein genau, und der. Paradox irgendwie, Ja, es scheint da sich einen Streich zu spielen. ne? Immer wieder dieser Versuch, aber dieser Versuch wird immer zum Scheitern führen. Es wird immer nur beim Versuch bleiben. Und im Endeffekt immer, jeder Versuch wird sich immer im Scheitern wiederfinden. Es wird nie ergründbar sein. Es wird nie, es ist undenkbar, es ist unerkennbar, es ist unergründbar. Für sich selbst. Für sich selbst. Und es spielt sich aber in diesem ganzen Erscheinen oder in diesem Denken, ja, spielt sich immer, also das Denken spielt sich ja immer dualistisch. Na, also der sogenannte Verstand oder das Denken, es erscheint immer ein Gegenteil. Immer etwas zu etwas anderem. Und dass man irgendwo landen könnte. Aber wenn wir jetzt mal alle Gedanken wegnehmen, alle Gedanken und alle Worte wegnehmen, geh mal in eine Vergangenheit oder in eine Zukunft. Geht das? Ja, genau. Sag das. Ja. Ja, oder geh mal in einen nächsten Moment. Wenn du keine Gedanken und keine Worte verwenden kannst, geh mal in den nächsten Moment. Gibt's den überhaupt? Gab's den überhaupt schon mal? Oder immer nur als Gedanke, als Idee? Aber wenn es dieses Vorher und Nachher nicht gibt, oder beziehungsweise wenn das sich als Idee entlarvt, dann gibt es ja auch gar nicht wirklich ein Jetzt. Weil Ja. das Jetzt bedingt ja eigentlich das Vorher und Hinterher. Ja. Das Jetzt ist jetzt schon Vergangenheit, also das, was eben jetzt war und Ja, das Jetzt ist dann auch schon bereits wieder ein Gedanke. also wenn man jetzt, eigentlich würde es das Wort immer besser treffen. Es ist immer, immer.
Ja, Wie immer, als jetzt. immer, genau, es ist, genau, Ne? es ist immer, 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 es, also nie angefangen, immer, immer oder Genau. ununterbrochen das, was es schon bereits ist. Und für das, was es bereits schon ist, gibt es keinen nächsten Moment. Das, was ist, ist ja das totale Alles an sich, das kann nirgendwo landen. Das spielt sich nur in den Gedanken. Und in dem Glauben sozusagen an ein Gedanke. Aber wenn du keine Gedanken verwenden kannst, wenn wir alle Gedanken wegnehmen würden, machen wir es einfach mal. Was ist da unmittelbar? Direkt hier. Also was glaubst du denn noch? Ist überhaupt noch irgendwas möglich an Glauben? Es scheint irgendwie gar nicht mehr notwendig. Ja, wird dann irgendwas vermisst? Der Lärm, der mal kurz weg ist, tut gut. Ja, aber wird dann irgendwas vermisst? Nee, gerade habe ich nichts vermisst, nein. Genau, wenn du keine Gedanken verwenden kannst, dann gibt es keine Vergangenheit, keine Zukunft, dann gibt es kein Vorher, kein Nachher, dann gibt es keinen nächsten Moment und dann wird auf einmal nichts mehr vermisst. Die große Frage ist, wie kriege ich die Gedanken los? Nee, die brauchen ja gar, die brauchen, nee, gar nicht notwendig, weil jetzt können wir alle Gedanken wieder hinzupacken. Alle Gedanken, alle Worte. Können wir alles wieder dazu packen. Aber es hat in Wirklichkeit hat sich aber nichts geändert. Weil das, was eben komplett ohne, als wir alle Gedanken weggenommen haben und alle Worte, ist jetzt auch da mit all den Gedanken und Worten. Es ist einfach nur diese Unrelevanz von Gedanken und Worten zu sehen und ist einfach nur als Spiel zu betrachten, was es ja auch ist, und dass alle Gedanken und alle Worte etwas Erfundenes sind und nicht tatsächlich wahr sind. Diese ganzen Ideen, dass es einen nächsten Moment gibt, dass es ein Vorher gibt, ein Nachher, dass es eine Vergangenheit, eine Zukunft gibt, dass es ein Ich und Du gibt. Also wenn du keine Gedanken verwenden kannst, wo ist denn da ein Ich oder Du? Das heißt, dieses denkende Etwas hier, dieser Verstand, der denkt, dass es etwas zu erreichen gäbe, Ja. was er denn dann noch mit Gedanken erfassen könnte. Genau. Knoten im Kopf. Eigentlich einfach. Ich meine, ich kann mir vorstellen, dass Vorstellung Vorstellung ist. Da kann ich mitgehen. Aber Ja, wie kriege ich aber diese du. Vorstellung ich weg? Wie Ja, geht das? nee, Ich erkenne. brauch ja nicht. Was ist zwischen Vorstellung und Nichtvorstellung? Ganz simpel. Ja, gar nichts eigentlich. Ja, Da existiert ja nichts aber dazwischen. also nichts. Ja. Okay, was ist, okay, was ist, was ist, was, was, was liegt zwischen nichts und nicht nichts? Ja, auch wieder nichts. Ja, also immer das Gleiche. Oder? Es ist immer das Gleiche. Und verändert sich das tatsächlich? Wenn es doch immer gleich ist? Also immer das Gleiche ist? Und das immer Wenn nur. man in diesem Nichts ruht, dann ist es immer gleich, ja. Sobald ich aber irgendwie was sehe und dem irgendwie eine Bedeutung gebe, gut, schlecht oder kalt, warm oder was, dann ist es schon nicht mehr nichts. Aber dann ist es schon wieder in der Vorstellung, richtig? Nee, es ist trotzdem weiterhin dieses, was du jetzt als nichts bezeichnet hast. Das ist trotzdem nichts. Es ist trotzdem nichts, aber was nicht, also, aber dieses Nichts ist nicht nichts. Es ist nur, es ist unsagbar, Jetzt wird's es ist, kompliziert. ja, es ist, genau. Und der Verstand spielt sich halt immer wieder so, das zu ergreifen, aber es ist nicht zu ergreifen. Aber das ist es. Also diese Unteilbarkeit. Wenn hier noch jemand anders sprechen will, bitte Bescheid geben, nicht, dass ich hier euch alle blockiere oder so mit meinen Fragen oder meinen Themen. Also gerne mich unterbrechen, ansonsten frage ich einfach weiter, wenn das okay ist. Ist das okay? Bin ich noch zu hören?
Ja, Regina ist nicht zu hören. Regina? Das Mikro war aus. Ja. Ja, ihr Mikro ist aus, ja. Es ist immer noch aus, ja. Wer ist denn der Administrator hier? Also der. Devasito. Ah, jetzt hat sie Ton auf. Aber ich musste jetzt zweimal klicken. Okay. Ja, genau. Jetzt hört man nicht, Ja, Regina. gut. Also sind keine neuen Fragen von außen reingekommen. Insofern spricht nichts dagegen, wenn Okay. ihr. Okay, dann frage ich einfach, was mir so in den Sinn kommt noch. Mich würde mal interessieren, das ist so ein Gedankenspiel von mir, wie sich's für dich anfühlen würde, wenn man dich fragt, möchtest du bestohlen werden? Ist dir das egal, weil da niemand da ist? Oder ist es dir nicht egal? Wenn es dir nicht egal ist, wem ist es nicht egal? Ja, okay, was ist zwischen ich und nicht ich? Wem soll da jetzt was egal sein oder nicht egal sein? Was ist zwischen ich und nicht ich? Ja, auch wieder nichts. Ja. Aber du schweifst Nee, ab. nee, aber dieses Nichts, aber dieses Nichts, was nicht nichts ist, ja, fehlt da jetzt was? Na, aber du hast doch bestimmt, ich weiß nicht, wenn du dir vorstellst, du würdest bestohlen werden und müsstest dich da hineinfühlen. Willst du das oder willst du das nicht? Mal diese Frage nur beantworten. Jetzt, in dem Moment, stell dir vor, du sollst bestohlen werden. Möchtest du das oder nicht? Ja, ich würde jetzt sagen, nee, möchten tue ich das jetzt nicht. Und Aber wer wenn es ist dann das? bald, Und wenn wer dann. möchte das nicht? Wer ist das? Was ist das? Wie viel empfindest Ja, du das, dass das jetzt wer ist denn dort? Hier ist doch nichts anderes als dort. Haben wir doch gerade festgestellt. Ja, auch nichts, ja. Weil, ja, und dieses Nichts erscheint jetzt gerade hier als Sprechen und dort als Sprechen. Und dieses Nichts erscheint dann halt auch erscheint als jedes Szenarium. Also man könnte auch sagen, dieses volle Nichts oder diese, ja. Also das heißt, so diese Dinge, ich meine, bestohlen zu werden, ist ja nun wirklich mies, das mag keiner. Das heißt, solche Dinge bleiben auch. Auch was ich gerne esse, das bleibt auch und so, da ist Ja, verändert das sich kann nichts. sich auch das kann sich ändern, was ich jetzt gerade Okay. gerne esse. Ja, also da ist niemand, der weiß, was als nächstes passiert. Weil das, was ist, du bist ja das, was ist. Nicht als eine begrenzte Idee von Mensch, Persona, von, ne? Nicht als begrenzte Idee, aber du bist das. Es gibt keine zwei tatsächlich. Du bist das. Aber du bist nicht nur Erik, das, was sich da als Charakter Erik spielt, sondern du bist das, was sich als Charakter Erik spielt und gleichzeitig als Charakter Amina, Sven, Regina, Devaseto, als alle Charaktere und als diese Gesamtheit. Wie würdest du das sehen, wenn man sich so dieses Weltgeschehen hier anschaut? Ich meine, die meisten Menschen leben ja in diesem Ich-Gefängnis, in dieser Welt. Und jetzt gibt es dann Menschen wie dich oder eben auch andere, denen so etwas widerfährt, wo das völlig in sich zusammenfällt, diese Vorstellung ich oder Empfinden ich. Ist das vielleicht eher eine Anomalie? Wie empfindest du das? Du hast ja auch dieses Ich mal erlebt. Ist das, was dir widerfahren ist, eher eine Anomalie der Natur? Oder ist das etwas, was uns allen bevorsteht? Oder gibt es da überhaupt keinen Unterschied zwischen dem Ganzen? Ja, also tatsächlich gibt es gar keinen Unterschied, sondern da ist nur das, was ist, ja, das, was du jetzt auch immer wieder als nichts bezeichnet hast, ja, und das, was ist, erscheint als alles und spielt sich als alles zugleich. Da ist nichts, da ist niemand oder da ist nichts anderes, da ist nicht noch etwas anderes tatsächlich. Und wie kannst du das sehen, über was du da sprichst? Weil wenn ich jetzt so spreche, habe ich immer eine Vorstellung von dem, was ich wissen will oder auch die Frage, der Inhalt, eine Neugier, wie die Antwort sein könnte, eine Tendenz, wie sie sein könnte. Diese ganzen Dinge sind ja da. Und es ist alles irgendwie in meiner Vorstellung. Jetzt stelle ich dir eine Frage. Aus welcher Kapazität antwortest du? Du suchst ja nicht nach Vorstellungen.
und greifst irgendwelche Informationen, die Vorstellungen sind über das, worüber du sprichst, sondern woher kommt das? Was ist, wo greifst du darauf zu? Aus dem, das erscheint alles in dem, was bereits schon ist. Jede Vorstellung hat auch, ist es bereits auch schon. Also auch wieder aus dem Nichts kommt das alles. Genau. Und nie, da ist niemand, niemand Separates. Also all das geschieht jetzt nicht jemand Separates oder etwas Separates, weil da ist nur das, was ist, dieses sogenannte Nichts oder volle Nichts, wie man auch mal das bezeichnet. Das sind ja jetzt auch nur wieder Worte. Tatsächlich ist es unsagbar. Und das erscheint gleichzeitig als alles, als jede Vorstellung, als jeden nächsten Gedanke bzw. Idee, als jedes nächste Wort, als jedes nächste Sprechen. Das heißt, wenn du antwortest, du kannst gar nicht beantworten, wo das herkommt, das, was du sprichst. Das kommt nirgendwo her. Das Okay. ist von nirgendwo hergekommen und wird auch tatsächlich nirgendwo hingehen. Weil wir haben ja immer so die Idee, wir sprechen, wir denken, wir hören. Und bei dir ist das einfach gar nicht da. Das ist kommt einfach alles und da ist Ja, dieses Nichts. der Sven spricht, ja, aber der Sven ist ja schon eine Idee. Also Okay. Ich das, sage was. erstmal Danke, weil Ja. Regina will sprechen, dann halte ich mich Ja. ein bisschen zurück. Dankeschön, Sven. Ja, total gerne. Regina, hast du was? Ja, also meine Frage geht aber genau in dieselbe Richtung. Und zwar frage ich mich schon immer, weil es da heißt, bist das schon? Wie merke ich das? Wie merke ich das, dass ich das schon bin? Ja, wie merkst du das, dass du es nicht bist? Wie geht denn das? Geht das überhaupt? Keine Ahnung. Wahrscheinlich auch nur eine Vorstellung. Ja, und was liegt zwischen Vorstellung und Nichtvorstellung? Was liegt unteilbar zwischen Vorstellung und Nichtvorstellung? Was ist direkt hier? Was ist unteilbar direkt hier? Das, was zwischen Vorstellung und Nichtvorstellung liegt. Nichts. Darauf hinaus ist. Wahrheit, das was ist. Das, was ist, ja. Aber das ist, ja. Aber das bist du doch. Also du in Anführungsstrichen, weil da ist nicht noch etwas Zweites tatsächlich. Es geht so ein bisschen so wie beim Vorredner, dass ich das Gefühl habe, dass das alles sehr viel anders sein wird, wenn man da erstmal ist, als jetzt im normalen Leben sozusagen. Nee, da ist nicht jemand, der da rausgefallen ist. Da ist nicht etwas, was da rausfallen hätte können. Ja, da ist nur das, was ist. Und das, was ist, kann ganz unterschiedlich ja in seinem Ausdruck erscheinen oder sich spielen. Aber da ist tatsächlich nur das, was ist. Und es gibt nichts darüber hinaus. Es gibt kein darüber hinaus. Es gibt kein irgendwo anders, ein anderer Ort, eine andere Dimension, ein Diesseits und ein Jenseits. Was liegt unteilbar zwischen Jenseits und Diesseits? Was ist direkt hier? Das, was ist, genau. Diese Unmittelbarkeit, diese Direktheit, das ist nur das, was ist. Was nie angefangen hat. Was von nirgendwo hergekommen ist und nirgendwo hingeht. Und das erscheint so.
Aber das, was so erscheint, ist nur sich selbst. Da ist nur das, was ist. Wie du sagst, klingt es recht nüchtern und gut nachvollziehbar, aber man hört ja schon auch immer relativ viel, ja, da ist dann schon überwiegend Freude oder Glückseligkeit. Was wäre der Zustand, in dem man dann lebt, überwiegend positiv. Nur, aber so überwiegend, das habe ich schon oft gehört. Ist dir das auch so? Ja, ist das dann, würdest du Kann sagen, das ist dann nichts positiv? darüber gesagt werden. Das sind alles wieder Worte. Das sind alles, und das ist auch alles wieder nur Glauberei. Also was im Endeffekt nur wieder zu einem weiteren, was wieder ein Konzept oder ein weiteres Glaubenssystem, sich als weiteres Glaubenssystem durchspielen kann. Also, und alles, was man jemals gelesen oder gehört hat, ist alles erfunden. Insofern, als es auch alles nur Konzepte sind, meinst Ja. Weil wovon reden wir hier? Ich meine, alles, was gesagt wird, das sind alles nur eine Zusammenstellung von Buchstaben bzw. von Worten. du? Ja. Ja, und wenn wir gar keine Worte verwenden könnten, was ist das hier? Was ist das? Also keine Worte beziehungsweise kein Denken verwenden könnten. Was ist das hier? Nichts anderes, als wenn man Worte verwendet. Ja? Ja, genau. Genau. Und da ist immer nur das, was ist. Da ist immer nur dieses direkt das, was ist, diese Direktheit. Das ist es bereits schon. Und wenn du keine Worte und keine Gedanken verwenden kannst, dann gibt es weder ein Vorher noch ein Nachher noch einen nächsten Moment. Nur die Gedanken und die Worte Es spielt sich dann so, dass als gäbe es so etwas wie einen nächsten Moment. Aber den gibt es gar nicht. Den hat es nie in Wirklichkeit gegeben. Es gibt noch nicht mal so etwas wie einen Moment, weil es ist ja auch wieder ein Wort. Und da ist dann immer nur, und es war nie anders, da ist nur das, was ist. Fast eine was. Nochmal? Ich habe das für mich wiederholt, das eine was ist. Genau. Das eine. Das eine natürlich, was ist zwischen dem einen und dem Nicht-Einen? Weil es ja immer wieder, ne, wenn man, egal was man sagt, ne, in diesem sogenannten Mind oder in diesem Denken, es wird immer zu etwas. Aber es ist nie etwas. Da ist nur sozusagen, das ist alles, da ist nur nicht etwas. Und das erscheint so, wie es halt erscheint. Aber da ist nur das, was ist. So wie du sagst, klingt es wirklich nicht schwer, aber wenn man kommen wir Das sich ist immer. total, er ist total simpel. Es ist so simpel, das Also, ist, genau. ja, das ist total simpel. Es scheint so, als würde man das immer wieder übersehen, aber tatsächlich ist da nur das, was ist. Und das mit Glückseligkeit und Gefühle und Empfindungen, wenn wir mal alle Gedanken und Worte wegnehmen, was ist jetzt mit Gefühle und was kannst du darüber sagen? Also, das wären wieder nur Worte. Und Worte scheinen, ja, da ist das Gefühl und da ist das Gefühl, aber wenn du für nichts ein Label hättest,
Was ist da? Was bleibt übrig? ist. Dann wird's, ja, und dann wird's ziemlich einfach. Und dieses ziemlich einfach oder diese Simpelheit, ja, das ist es schon immer bereits. Das ist dann sozusagen, ja, auf eine Art gesagt, man wacht aus dem Rausch der Gedanken oder der Worte halt, auf oder zum, zu, auf, aufwachen zum Rausch der Gedanken und Worte. Und wenn da einfach nur dieses Nichtwissen ist und nicht da ist Baum und da ist Stein und da ist das und nee, wir wissen gar nichts darüber. Wir wissen gar nicht, was das ist. Keiner weiß das. Und hier ist auch niemand, der weiß, was das ist, was ist. Niemand weiß das. Und alles andere ist einfach nur wieder eine Zusammensetzung von Worten, wo wieder irgend so ein Konzept und Konstrukt draus gebastelt wird, was aber alles erfunden ist. Okay. Danke dir. Dann hätte ich jetzt noch Voll gefragt, gerne. nochmal annehme Platin-Titel im YouTube-Chat. Ja, will wissen nach diesem Abend, was kommt nach diesem Leben? Ja, was kommt nach diesem Leben? Ja, da ist nur das, was ist. Es gibt nichts darüber hinaus. Es gibt kein anderes Leben. Es gibt nicht ein Leben und zudem noch ein anderes Leben. Also Leben ist ja wieder ein Wort. Man könnte auch sagen, da ist nur das, was Leben ist. Da gibt es kein anderes Leben. Es gibt nichts, kein zweites Leben. Das ist ja dann halt auch dieses, na, was, dass es kein Diesseits und Jenseits gibt. Als etwas zu etwas anderem. Ne? Was, das spielt sich nur im Denken. Aber wenn du keine Gedanken verwenden kannst, gibt es da ein Diesseits oder Jenseits? Gibt es da noch irgendetwas anderes? Etwas Zweites tatsächlich? Das ist es bereits schon. Es gibt nicht mehr. Es gibt nichts anderes. Es gibt nichts darüber hinaus. Warum eigentlich? Es ist nichts, wenn es wäre, wäre es verrückt. Nochmal bitte, ich habe den Anfang nicht verstanden. Wahrscheinlich bezogen auf die Frage nach dem Leben, nach was kommt nach dem Leben. Es ist nichts, wenn es wäre, wäre es verrückt. Ja. Scheinbar verrückt aus dem, was es ist. Ja, das ist so der Anschein, dass es scheinbar verrückt aus dem ist, also aus dem verrückt ist. Aber da ist nicht tatsächlich etwas verrückt. Und das, was ist, das, was auch du selbst, also du selbst bist das. Und dieses, was du selbst bist, was du nicht nicht sein kannst. Das hat nie angefangen zu existieren. Das hat erst nie angefangen zu existieren. Das hat nicht irgendwann begonnen, in Existenz zu treten, aus etwas anderem heraus. Da ist nur das, was ist. Diese Nichtzweiheit. Die simultan das totale alles an sich ist. Und es gibt kein Werden. Also bei all dem ganzen Anschein gibt es kein tatsächliches Werden. Es bleibt immer das, was bereits nie angefangen ist.
Und das, was es ist, ist unsagbar. Unsagbar, undenkbar. Unkennbar, nicht wissbar. Es ist unerkennbar für sich selbst, weil es nichts tatsächliches Zweites gibt. Und auf eine Art gesagt, in seiner Magie erscheint es einfach als das hier. Aber da ist nur diese totale Positionslosigkeit. Diese totale Distanzlosigkeit. Weil alles das ist. Gina. Was da, genau, dein Mikro war wieder ausgeschaltet. Gina. Antworten, das immer auszumachen, deswegen Genau. ist das immer. Du hast schon bei dir spielt, also als Regina spielt sie schon die Disziplin, das Mikro, also das Mikro auszumachen, aber jetzt noch das Mikro wieder anmachen. Nochmal anmachen. Ja. Ja, super. Das heißt, dass kein Wort eine Bedeutung hat, sagt Amina. Für Kinder sind es Töne ohne Bedeutung und nicht mal das. Ja, eigentlich wunderbar. Ja, genau. Für Kinder sind es im Endeffekt nur Töne, noch nicht mal. Ja, genau. Ja. Und ich meine, wir werden weiterhin uns in Worten spielen hier. Also diese Charaktere sozusagen. Ja, aber gleichzeitig diese Unrelevanz von Worten. Ja. Genau, ja, das ist dann wieder dieses, wie ein Kind zu sein, weiterhin zwar die Sprache zu nutzen halt, ja, als Funktionalität sozusagen hier in der ganzen Erfindung, ja, aber gleichzeitig diese Unrelevanz von Sprache und von Gedanken, dass kein Gedanke oder kein Wort tatsächlich eine Relevanz hat. Und in dieser Unrelevanz oder in dieser totalen Bedeutungslosigkeit von Worten und von Gedanken, da spielt sich dann oder da ist dann so, dann wird es ziemlich einfach und auch leicht. Darf ich? Bin ich dran? Ich habe Ja, noch mal eine grätsch mal Frage. rein. Also ich habe noch mehrere Fragen, aber Ich auch. Ich habe auch noch einige Fragen an dich. okay. Aber bevor ich die Frage stelle, habe ich noch eine Frage, die jetzt aus einer Aussage resultiert von dir. Wenn man eben davon ausgeht, dass das nicht wissbar ist, dass das nicht erfasst werden kann und auch dass auch du das nicht erfassen kannst, stellt sich hier zumindest die Frage. Auch aus diesem Ich-Erleben und aus dieser Perspektive habe ich eine große Ehrfurcht vor dem, was das alles ist hier. Ja, also wenn man seinen Körper betrachtet allein und die Regulierungen, die da stattfinden, Zellteilung. Und das ist ja unbegreiflich, ja, auch wenn die Wissenschaft versucht, das irgendwie zu erklären, wie das funktioniert, aber es ist ja unbegreiflich. Allein die Entstehung von einem Fötus aus dieser Verschmelzung da. Also es ist alles einfach nicht nachvollziehbar, also auch für mich schon nicht nachvollziehbar. Ein Wunder, eine unsagbare Intelligenz scheint da irgendwie zu wirken. Und ich stelle mir die Frage, wenn etwas so intelligent ist, so etwas hier hervorzubringen, diese ganze Welt, das alles, die Sonne, alles einfach, warum kann es sich nicht selbst erfassen? Warum ist es nicht so intelligent, dass es weiß, was es ist? Warum geht das nicht? Ja, weil es ja nur sich selbst gibt. Wie kann sich etwas selbst erfassen, wenn es nur sich selbst gibt?
Wenn es gar kein, also wenn es gar kein tatsächliches Gegenteil gibt zu dem, gar kein tatsächliches Gegenüber gibt, wie soll Also sich es das geht selbst erfassen? im Prinzip darum, dass es etwas geben muss, was erfasst wird, und etwas gibt, was erfasst. Das wäre dann schon wieder Genau. zwei. Genau. Und Ja. weil das nicht ist, Ja. weil es nicht zwei ist, kann ich es nicht erfassen. Aber du fühlst doch schon das eine. Warum kannst du es dann nicht erfassen? Warum kann es sich nicht selbst erfassen? Du Ja, bist doch weil schon, es. du fühlst doch schon das eine alles. Da bist du doch schon da drin. Du müsstest doch erfassen, was das ist. Kann man das fühlen? Weiß ich nicht. Wer sagt sowas, dass man das fühlen kann? Du Ist ja auch wieder nur, dass man das, dass das eventuell gehört worden ist. Irgendjemand hat das gesagt, das kann man fühlen. Ja, und dann ist es schon wieder so etwas Geglaubtes und Glaubenssystem. Na, du erzählst aber die ganze Zeit von etwas. Du versuchst mit deinen Worten auf etwas hinzuweisen. Also muss es doch in dir etwas geben, was von etwas weiß, worauf deine Worte versuchen Ja, hinzuweisen. ich weise ständig auch, ich weise ständig ins Leere, ne? Okay. Also du versuchst dich zu retten sozusagen hier ins Nichts. Ja, Ja, aber jetzt komme ich noch mal zu einer anderen was? Frage, oder möchtest Jetzt du habe dich ich aber auch eine, jetzt hinzufügen? habe ich aber auch eine Frage erstmal. Okay. Was liegt, was, was liegt zwischen, was liegt zwischen, zwischen Frage und Antwort? Also ich kann es nur so sagen, wie ich es empfinde, eine Art Neugier, also ein Drang, das zu erfahren, und die Antwort wäre dann die Befriedigung dieses Drangs, dieses Wollens. Ja, So kann ich es aus der Empfindung heraus zumindest beschreiben. es wird da keine Befriedigung sich einstellen, weil das der Verstand oder das Denken sozusagen, das was wir, mein Verstand ist ja auch ein Wort. Wir wissen gar, also es wird gar, es kann gar nicht gewusst werden, was Verstand ist oder was Denken ist. Was ist denn ein Gedanke? Was ist denn das? Immer nur ein Gedanke, weil Denken ja nur denken kann. Also kann es ja nichts über sich hinaus erfassen, außer Denken, weil es ja nur mit Okay. Denken kann, oder? Was ist denn hinter dem Denken? Für den Gedanken nicht greifbar, weil er nur denken kann. Ja, Also okay. das bleibt unbeantwortet, irgendwie gedanklich Ja, unbeantwortet. genau. Was ist ein Gedanke, bleibt unbeantwortet. Es kann nicht gesagt werden. Aber das. Aber wenn, dann nur als Gedanke. Und dann ist es im Prinzip unbeantwortet, weil es ja wie sich im Kreis dreht. Ja, also das, was der Gedanke, also das, was der Gedanke ist, kann nicht gesagt werden, kann nicht beantwortet werden. Das, was der Gedanke ist, wird auch hier nicht gewusst. Kann keiner wissen. Keiner weiß, was ein Gedanke ist. Keiner weiß es. Keiner weiß, was Wort ist. Keiner weiß es. Und dieses in mir ist ja noch dieses Wissen wollen, also diese Suche. Ist das bei dir nicht mehr da? Also dass diese Frage noch immer, also dass der wahrscheinlich, weil der Fragende weg ist, ne? Deshalb gibt es ja auch die Frage. Ja, der Verstand kann sich immer wieder so spielen, also oder das in dem Denken immer wieder dann doch noch der Versuch, es zu ergreifen, es verstehen zu wollen, es irgendwie fassbar zu machen, aber es bleibt immer beim Versagen. Hier ist immer die Freude, beim Versagen zuzusehen. Okay, danke schön. Jetzt habe ich noch die andere Frage, das war eigentlich die eigentliche Frage. Und zwar bewegt mich sowas wie, ich kann jetzt nur von mir ausgehen, weil eigentlich kann ich über niemanden sprechen, weil ich ja nicht weiß, wie er das empfindet. Also kann ich nur über das sprechen, wie ich es empfinde. Und wenn ich jetzt zum Beispiel über sowas wie Gut und Böse nachdenke, über sowas wie Ethik, Moral, so eine Art inneren Kompass, den man hat, nach dem man zu handeln scheint. Ja, also ich kann gewisse Dinge tun, gewisse Dinge nicht tun, weil da irgendwas mich zu steuern scheint. Also so eine Art Kompass. Ja, so eine Art moralischer Kompass. So fühlt sich das zumindest hier an. Ich bin so erzogen, dass man eben ehrlich ist und so weiter, nicht stiehlt etc. Und das fühlt sich für mich
mich auch nicht gut an, das zu tun. Und das ist so mein Kompass, der mich leitet. Jetzt gibt es aber eben andere Menschen in der Welt. Es passiert sehr viel Böses. Es wird sehr viel mit diesen Worten, die so gar nicht sagend sind, so viel manipuliert in dieser Welt, und die Menschen werden hier dahin getrieben, dorthin getrieben, etc. Meine Frage zielt darauf ab, wenn es so wäre, dass die Menschheit das erleben würde, was dir widerfahren ist, also diese Befreiung, dieses Sehen, dieses Durchschauen des Ganzen, ändert sich an diesem Kompass was? Könnte es sein, dass ein böser Mensch gewisse Dinge nicht mehr tun kann, wenn ihm das widerfährt, weil er weiß, dass er es irgendwo sich selbst antut, wenn alles eben eins ist? Gibt es da so etwas? Verändert sich da etwas? Oder könntest du, ich weiß jetzt nicht, wie es vorher bei dir war, was du für ein Mensch warst, ich nehme an, dass du ähnlich warst wie heute, aber könntest du oder hättest du damals Dinge tun können, die du jetzt nicht mehr tun kannst, weil du einfach das alles anders empfindest? Und wenn du eben jemand was wegnimmst und das alles ist eins, nimmst du es dir ja selber weg. Verändert sich sowas zum Beispiel? Also verändert sich Gut und Böse, und hätte ein Erwachen vielleicht auf dieser Art einem die Macht, etwas zu verändern, wirklich hier in der Welt? Ja. Da kann meine, was glaubst du, also was glaubst du jetzt in diesem Moment? Was glaubst du jetzt in diesem Moment? Ja, jetzt versuche ich das zu Ja, erfassen. Also ich genau. Nee, also gerade normal. eigentlich gerade gar Ja, es, nichts, weil ich suche nach irgendwas, aber gerade ja, finde genau. ich nichts. Genau, also genau, also da muss man erstmal sozusagen, da muss erstmal Suchen stattfinden, okay, wenn jetzt diese Frage, aber was glaubst du, genau, was glaubst du in diesem Moment, in dieser Sekunde? Ja, nicht drüber, nicht hier, ne, sondern was glaubst du jetzt in diesem Moment, direkt hier? Jetzt in dieser Sekunde, was glaubst du? Das geht nicht. Also zumindest geht es bei mir gerade nicht. Ja, aber. Also sobald ich versuche, mir was vorzustellen, scheint es irgendwie schon in der Zukunft zu sein. Ich suche nach etwas, was ich mir jetzt versuche vorzustellen, woran ich dann glauben könnte. Also ich schaffe es gerade nicht in mir. Ich komme nicht dran. Ja, Ich, also, also ja. als wenn ich kurz davor bin und krieg's nicht. Ja. Ja, und so spielt sich das halt immer wieder. Aber Dass verändert da, sich was? Aber dass es verändert sich da, was mit den dass es da, Menschen? dass es da noch irgendetwas anderes gibt, ne? Wonach man suchen müsste, was noch passieren müsste, was sich noch einstellen müsste. Es braucht sich nichts mehr einstellen. Es gibt keinen nächsten Moment, es gibt keinen zu dem, was ist, gibt es keinen drüber hinaus. Und da ist nur das, was ist. Diese Unmittelbarkeit, diese Direktheit, das ist es schon bereits. Es ist schon immer bereits alles. Es ist schon. Ich meine, klar, meine Frage, ich habe jetzt gerade mal so überlegt, woher rührt denn meine Frage? Meine Frage rührt eigentlich aus der Hoffnung, dass es mal anders wird, dass hier mal diese Ungerechtigkeiten und so weiter aufhören. Und da ist so eine Hoffnung da, dass so Ja, es ein gibt. Es gibt Erwachen keine, dazu beitragen könnte ja, es irgendwie. gibt keine Notwendigkeit. Ich meine, und da ist niemand, der erwacht. Da ist nur das, was ist, was als alles gleichzeitig erscheint. Also Da ist spielt da nicht, keine Rolle, ob sich hier was verändert oder nicht. nee, für das, was ist, verändert sich nie etwas. Bei all dem, was sich da als Veränderung sich spielt. Und ist es dein Erleben, dass sich für dich nichts ändert? Naja, Nie was ändert, egal was passiert? für das, was sich als Sven sich hier spielt oder sich zu spielen hat, halt, ja, scheint es Veränderungen zu geben, aber also tatsächlich verändert sich nichts, nee. Es spielt sich zwar so in diesem ganzen Anschein, dass sich was verändert, ja, durchaus. Aber wie gesagt, für das, was der Sven ist, verändert sich überhaupt nichts. Für das, was der Sven ist, oder für das, was ist, was simultan das totale Alles ist, ja, das geht nirgendwo hin. Das hat für nichts eine Notwendigkeit. Es hat gar keine Notwendigkeit, so zu erscheinen, wie es jetzt gerade erscheint. Und so ist es immer. Es hat nie eine tatsächliche Notwendigkeit. Auch wenn sich in diesem ganzen Anscheinend sich Notwendigkeiten spielen oder in diesem ganzen
traumhaften Geschehen. Aber ob da jetzt ein Sven da ist oder ein Erik oder dass diese Charaktere irgendwann sich nicht mehr spielen, macht das, was ist, nicht mehr und nicht weniger. Da wird ja nichts vermisst. Wurde ja schon auch, war ja schon klar. Da ist, ne, wenn wir alle Gedanken wegnehmen, alle Worte, was bleibt übrig? Wird dort was vermisst? Nein, da wird nichts vermisst. War schon sozusagen so diese direkte Erfahrung da. Wird nichts vermisst. Das ist es schon. Und so ist es immer schon. Wie empfindest du zum Beispiel, wenn das einfach so ist? Gibt es zum Beispiel so etwas noch wie Scham? Gibt es jemand, der sich noch schämen könnte aus deiner Kapazität heraus, wie du das Leben empfindest? Ist da noch Scham oder gab es da mal Scham? Gibt es jetzt keine mehr, weil niemand mehr da ist? Es können sich Annehmlichkeiten sich spielen und es können sich Unannehmlichkeiten spielen, auf eine Art gesagt. Okay. Dem jetzt wieder irgendein Label zu geben und da ist Scham und da ist das und das sind natürlich wieder diese ganzen Worte, diese ganzen Labels. Wenn du gar keine, wie gesagt, wenn du gar keine Worte verwenden könntest, was ist denn da noch? Gibt es da so etwas wie Scham? Gibt es da so etwas wie Angst? Gibt es da so etwas wie irgendeine Aufteilung von irgendetwas? Oder ist da einfach nur das und es kann gar nicht gesagt werden, was das ist? Und dass das Gefühle auch schon wieder Denken ist. Ist es bei dir so, dass du gleichermaßen Akzeptanz empfindest und fühlst für schöne Sachen, also glücklich sein, genauso wie zum Beispiel vielleicht sich sorgen oder vielleicht unter Anspannung stehen, weil irgendwas Wichtiges entschieden werden muss oder sowas. Gibt's da eine Unterscheidung in wollen und nicht wollen? Mag ich nicht? Das kann sich alles spielen, ja. Also mag ich nicht, wollen, nicht wollen, akzeptieren, nicht akzeptieren, kann sich alles spielen. Und du erlebst es aber nur nicht so, dass es dir passiert, sondern es passiert einfach. Ja, kann man so sagen, es passiert, ja, aber der Sven kann sich in diesem Ganzen so spielen halt, in diesen wollen, nicht wollen, mögen, nicht mögen. Das lieber mögen, anstatt das. Aber für das, was der Sven ist, was jetzt diesen Sven und den Erik gleichzeitig jetzt spielt und auch sich so spielt, als gäbe es irgendwelche Fragen, die jetzt gefragt werden sollten, müssten und relevant wären und irgendwelche Antworten darauf relevant wären. Da ist nur das, was ich jetzt als jede Frage sich halt auch spielt. Als jede Frage erscheint, als jede Antwort, als jede mögliche Antwort darauf oder als Gegenfrage dann erscheint. Oder als eine, dass hier auch, dass da eine Frage gestellt wird, aber hier auch eine Frage gestellt wird. Aber da ist nur das, was ist, was als jedes Wort erscheint. Also ein Erik und ein Sven ist einfach ein Erik und ein Sven ist etwas Ausgedachtes. Wo war denn der Erik ohne einen Gedanke? Wo war er denn? Wo ist denn der Erik jetzt, wenn keine Gedanken und keine Worte verwendet werden könnten? Ist da überhaupt jetzt ein Erik vorhanden? Oder ist der Erik immer wieder nur ein hartnäckiger Gedanke, der sich spielt? Ja, tatsächlich empfinde ich das gerade so. Immer, wenn ich es versuche zu greifen, erkenne ich, dass es eigentlich nur da oben sich abspielt. Wie so ein Hamsterrad, was immer wieder versucht, irgendwo anzudocken, Genau. aber es kommt nicht ran. Es geht nicht. Nee. Und der Erik nur im Endeffekt immer wieder ein Gedanke ist, der sich wiederholt. Ja. Und ohne irgendein Gedanke ist jetzt schon bereits gar kein Erik da. Und das, was dann da ist jetzt auch nicht nichts da. Aber es ist nicht sagbar, was da ist.
Was aber natürlich halt auch mit dem Gedanke ist und mit jeglicher Vorstellung, die dann halt erscheint, aus dem heraus, was schon ist, nie angefangen. Aus dem heraus erscheint jeder Gedanke, jede Vorstellung, jede Frage oder jede Relevanz von Frage, und dabei ist all das nicht tatsächlich relevant. Aber es spielt sich so als Relevanz, als Wichtigkeit, als anscheinende Wichtigkeit. Aber das ist nicht ein Erik, der jetzt irgendetwas, irgendein Gedanke, irgendeine Frage selbst produziert. Oder eine Vorstellung selbst produziert oder irgendeine Idee. Da ist kein Erik, der irgendetwas macht. Der Erik ist ja nur ein Gedanke. Wenn der Gedanke nicht da wäre, ist da kein Erik. Wenn gar kein Denken da wäre, wäre da kein Erik und keine Geschichte zu dem Erik. Wenn wir alle Gedanken wegnehmen, gibt's keine Vergangenheit und keine Zukunft. Ist ja eigentlich Und total simpel. ja, sage ich doch die ganze Zeit. Amina, oder? Habe ich doch die ganze Zeit gesagt. Ist doch total simpel. Wie ist das eigentlich? Sind Liebesbeziehungen möglich noch? Weil wenn da keiner mehr da ist, wie kann man dann, wenn ich sage, ich liebe dich, dann ist doch das Ich auch ja da. Ich habe das Gefühl, wenn das nicht mehr da ist, gibt es sowas noch? Gibt es Liebesbeziehungen ohne ich? Oder Ja, sind sie da noch ist die besser vielleicht ohne ich? Vielleicht. Nein, also, da ist ja nur diese Nicht-Zweiheit, die sich halt auch als scheinbar zwei sich spielt und als was auch immer dann als scheinbar zwei sich dann da spielt, spielt sich dann halt. Aber da ist immer diese Nicht-Zweiheit. Diese Nicht-Zweiheit als scheinbar zwei, als Duett sozusagen. Aber da ist nur diese Nicht-Zweiheit tatsächlich, die sich dann einfach ja miteinander spielt, als diese zwei Charaktere. Und ob das jetzt Liebe ist oder all das, guck mal, auch selbst das schon wieder. Das ist Angst, da ist Liebe. Wenn du gar keine Gedanken, gar keine Worte verwenden kannst, was weißt du denn von Angst und noch, um was weißt du von Liebe tatsächlich? Dann bleibt wieder nur das Unsagbare übrig. Diese Simpelheit von allem. Aber so eine Liebesbeziehung zum Beispiel, die baut ja auf verschiedenen Aspekten auf. Da ist ja sowas wie Vertrauen, da ist Zuneigung, da ist Anziehung, viele Dinge, die da eine Rolle spielen. Und das bezieht man ja auch irgendwo auf ich. Ich vertraue, ich fühle mich hingezogen, ich mag das, Aber also es ist immer wieder nur, ja, aber immer es ist geht es wieder nur, darum, ne? Und ja, wenn es das, gibt ja. die Frage zielt darauf ab, wenn das eben nicht mehr da ist, ich vertraue, was bleibt dann noch übrig in so einer Beziehung, auf dem die Beziehung fußt? Also wenn das alles wegfällt, ich wegfalle, der Liebende wegfällt, der vertraut wegfällt, wie funktioniert das dann noch? Wie geht das? Das wird dann schon funktionieren. Aber es ist dann halt einfach diese ganze, aber in dieser ganzen Unrelevanz von Gedanken, von Worten, von Sprache, kann zwar auch weiterhin gesprochen werden, aber es ist so, nichts ist mehr tatsächlich wahr. Es ist alles erfunden. Das heißt, du hast auch keine wirkliche Meinung mehr, weil niemand da wäre, der eine Meinung haben könnte. Weil ich, nein, nein, meins, mein bedingt ja ein Ich. Das heißt, wenn kein Ich da ist, gibt es auch keine Meinung mehr. Ja, was ist Meinung? Ja, man kann natürlich durchaus was äußern halt, aber Gibt es noch irgendwas, an was du festhalten es kannst mit ist, Gedanken, dass du sagst, ja, naja, das bist du? es hat keine Wichtigkeit Oder tatsächlich. zerfällt Also wenn, alles in nichts? ja, wenn das alles zerfällt in dieser Unrelevanz, einfach weil, wenn man das genauer betrachtet, dass alle Gedanken und alle Worte ja etwas Erfundenes ist, was gibt es da dann noch für, ja, dieses Recht haben wollen, diese Wichtigkeit, dass irgendetwas, was jetzt hier gesprochen wird, irgendeine tatsächliche Relevanz haben müsste. Jemand, also davon irgendetwas als wahr jemand, also nee, das ist so. Ich kann mir schon ein bisschen vorstellen, worauf das abzielt.
Es ist zwar immer noch so etwas da, dass man irgendwo einen Standpunkt vertreten kann, aber die Wichtigkeit, ihn zu verteidigen und so weiter, Ja, und das ist wahrscheinlich weg, ne? Oder die kann man so Akzeptanz der sagen. anderen Meinung fällt einem viel leichter. Das ist wahrscheinlich so in diese Richtung. Ja, dann ist so, okay, wenn du meinst, oder also beim, ne, oder ist das so, okay? Also so ein totales Erlauben irgendwie, ne? Dessen, was Ja, ist. ja. Eine Sache fällt mir jetzt noch ein. Ich hatte das mal gelesen, auch in irgendeinem Buch, so über Non-Dualität. Da hieß es, dass die Befreiung das Ende der Welt bedeutet. Und das habe ich nicht verstanden. Das habe ich aus so vielen Perspektiven versucht, irgendwie Habe zu ich auch nicht fassen. verstanden. Okay, dann weiß ich nicht, was der Autor damit sagen wollte. Also Ja, es für ist auch ihn wieder war ein es wohl Konzept. so, ne? Ja, ist auch wieder ein Konzept. Weil für das Ende der Welt muss ja erstmal eine Welt da sein. Was ist denn überhaupt, was ist denn Welt? Ja, auch wieder ein Gedanke. Ja. Warum nehmen wir die so wichtig, die Gedanken da, diese Dinger? Spielt sich halt einfach mal so. Wir spielen halt, da spielt sich halt mal die Wichtigkeit von Gedanken und Worten, obwohl all das tatsächlich ja insgesamt total unrelevant, also so eigentlich diese totale Unrelevanz halt. Ja, aber das ist dann so dieses. Ja, wo es dann wieder ziemlich einfach wird. Scheinbar hat sich vorher das Spiel gespielt, dass da so Worte und Gedanken so wichtig genommen worden sind und für wahr und dass das irgendeine Wahrheit, eine Aussage von einer Wahrheit übermitteln könnte. Nee. Und es braucht ja auch immer den Glauben. Es braucht immer den Glauben sozusagen, was ein anderer gesagt hat, was man gehört hat, was man irgendwo gelesen hat, dass das für wahr ist. Dass das eine Wahrheit hätte. Das ist genauso Aber das ist. über das, was ist, ja, dem jetzt irgendeinen Namen zu geben, zum Beispiel Gewahrsein, Bewusstsein oder Gott oder das sind alles wieder nur Labels. Und es suggeriert immer, dass es da etwas gibt zu etwas anderem. Also das heißt, ein Gedanke, also oder ein etwas, weil wenn etwas erscheint in mir, ist es ja nicht ganz sofort klar, dass das ein Gedanke ist, sondern da erscheint eine Situation, eine Aufgabe, eine Sache, die gelöst werden muss, da erscheint irgendwas, oder ein Fakt, ein Umstand, den ich für wahr halte. Und dass ich das für wahr halte, ist im Prinzip schon der zweite Gedanke, der den vorherigen bestätigt, oder? Ja. Also es ist immer nur Gedankenkram am Ende. Ja, ist Alles immer Glauben nur. ist nur ein Gedanke hinten dran, der den vorherigen bestätigt. Ja, genau. Und Das ist ein Irrsinn. darauf spielt sich dieser ganze Loop von Gedanke, also Idee, und die dann wiederum, wie du schon gerade gesagt hast, ein weiterer Gedanke dran ist, der den dann später bestätigt, beziehungsweise dann ein Glaube raus wird. Und alles ist nicht wahr. Kein Gedanke ist wahr, kein Wort ist wahr und kein Glaube ist wahr. Und wenn das wieder in dieser ganzen Unrelevanz gesehen wird, weil wenn ich jetzt sage, vollkommen ohne die Verwendung von Worten und Gedanken, was siehst du unmittelbar? Was siehst du? Vollkommen ohne Verwendung von Worten und Gedanken. Was siehst du? Und musst du das glauben, was du jetzt unmittelbar direkt siehst? Oder ist es einfach da und braucht nicht geglaubt werden? Es ist eine total unmittelbare, direkte, in Anführungsstrichen, Erfahrung. Und was jetzt nicht geglaubt werden braucht, weil es jetzt hier gesagt worden ist, sondern weil es so Offensichtlich. direkt offensichtlich, genau. Auch ein wunderbares Wort dafür, vollkommen offensichtlich. Mir fällt noch eine Sache ein, die mich auch oft beschäftigt, ist so dieses Thema Schuld.
Wir leben ja auch in einem Schuldgeldsystem. Vieles ist darauf aufgebaut, so auch so diese vielen Religionen mit Sünde ist ja auch eine Art Schuld. Heutzutage gibt es dann die Esoterik und Spiritualität. Man sagt uns, wir müssten beim Universum bestellen und wenn du positiv denkst, dann kommt auch Gutes. Wenn nicht, hast du was falsch gemacht, bist schon wieder schuld. Also irgendwie werden wir ständig in so diese Schulddinge reingezogen. Und dann gibt es ja auch noch die Entschuldigung. Kannst du dazu irgendwie was sagen? Wie empfindest du das? Was ist das, was sich hier Also spielt? da ist nicht jemand, der jemand anderes jetzt in das Schuldding hineinzieht oder in irgendwas hineinzieht. Weil da ist nur das, was ist. Und du selbst bist das. Da ist niemand anderes, der irgendjemand anderes irgendwo hineinzieht. Du bist das. Da ist niemand anderes verantwortlich zu machen tatsächlich. Du bist selbst die Verantwortung, also die Antwort dessen, dass du das bist, was ist. Und alles geschieht aus dem heraus. Sozusagen, alles, was sich spielt, geschieht aus dem, was schon bereits nie angefangen ist. Ich fühle gerade sowas wie, dass die Schuld immer etwas braucht, was dem vorangegangen ist, nämlich sowas wie eine Ursache, die man hätte aber anders machen können, dann wäre das nicht passiert und weil man es aber nicht gemacht hat, ist man schuld. Also es ist immer auch so ein Gedankenkonstrukt, ich hätte etwas anders machen können, weil ich es nicht getan habe, bin ich schuld. Ja, aber du hast doch schon bereits die Antwort gegeben. Es Ja, ist dann klar, das ist der Glaube an die, das heißt also ein Glaube an eine Ursache, dass man selber für die, also das Ursächliche, dass man das selber ist. Das ist der Glaube an Schuld dann, oder? ja, ein Glaube glaubt an ein Glauben. Was liegt unteilbar zwischen Glaube und Nichtglaube? Und gibt es da irgendwas anderes? Da ist doch nichts anderes. Da ist niemand anderes, der irgendjemand anderes oder etwas zu etwas anderen, dass es dann etwas gibt, was ein etwas anderes in irgendwas hineinziehen könnte. Da ist nur das, was ist, was sich als alles spielt. Und du bist das. Du bist das. Das ist so dieses, sei stille und sei dir gewiss, du bist es immer selbst. Du bist es immer selbst in allem. Also ich spüre schon, wie du mir das auch übertragen willst, was du da jetzt sagst. Nee, ich kann das nicht übertragen. Ich Ich weiß, kann. aber ich weiß, dass du auch jetzt gerade, das habe ich so gefühlt, du möchtest mir das so gut es geht beantworten, was ich hier gefragt habe. Und tatsächlich merke ich, dass wenn ich einfach zuhöre und still bin im Kopf, dass die Frage dann schon total unrelevant wird. Erst wenn ich dann versuche, Ja. dir zu folgen, deinen Worten zu folgen, stellt sich etwas ein, dass ich es versuche zu greifen und dann funktioniert es wieder nicht. Was funktioniert nicht? Dass ich verstehe. Wenn ich still bin und überhaupt nicht drüber nachdenke, worüber du redest, habe ich das Gefühl, dass da etwas ankommt. Das ist einfach so, als wenn es so ist, wie du sagst, und daraus entsteht keine einzige neue Frage. Aber sobald ich versuche, über das nachzudenken, was du da sagst, und versuche es irgendwo einzusortieren in irgendeine Schublade und in irgendein Verständnisding da oben von mir, dann ist es wieder weg. Dann stellen sich wieder tausend neue Fragen. Ja, dann spielt sich das, dann spielt sich halt das halt, dass sich weitere tausend Fragen stellen. Aber es bleibt unbeantwortet. Es gibt, weil das, was ist, unverursacht das, was es schon bereits nie angefangen ist, unergründbar für sich selbst. Unverursacht, unergründbar. Und simultan in Erscheinung von allem. Gleichzeitig. Also wenn es unverursacht ist, hat es ja auch keinen Grund und keinen Sinn alles hier. Null. Genau. Genau. Das, genau. Ja. Wie Ja, entspannt also. alles wird auf einmal, gell? Ja, sag ich doch. Hab ich doch gesagt, Amina, oder? Ich gehe Montag nicht zur Arbeit, egal. Amina ist meine direkte Zeugin heute hier. Nein, Spaß. Nee, schön. Naja, aber das, ja, es ist, genau, dann entspannt es sich, beziehungsweise es wird dann alles ziemlich einfach. Ja, genau. Wenn es unverursacht ist, ja. Also dann auch total unschuldig letztlich. Ja, total, genau, alles, was zu passieren scheint, passiert vollkommen unschuldig, vollkommen ungefragt, wahllos. Da ist niemand, der gefragt werden könnte.
Aber wir rennen ja alle mit einem riesen Rucksack rum, der voll ist mit Schuld und für was wir alles verantwortlich Ja, aber sind. da ist niemand, der tatsächlich schuld ist. Ja. Den gibt's gar nicht. Den Ja, hat's nie gegeben. das ist Teil einer Gedankenform, die auch im Rucksack drin ist, ne? Das ist Teil dieses Konstruktes, was man mit sich rumschleppt. Genau. Und es hat alles exakt genau so zu sein, wie es sich gerade spielt. Immer. Es ist immer exakt genau so, wie es sich gerade spielt, wie es gerade erscheint. Immer genau, exakt immer genauso hat es zu sein. Nichts ist verkehrt tatsächlich an dem, wie es zu passieren scheint. Und niemand passiert etwas. Da ist nur das, was ist. Und du bist das. Nicht du als begrenzte Idee, als Idee von Mensch, als Persona, als Idee von Bewusstsein oder whatever. Du bist das. Wie ist das jetzt? Als diese totale Grenzenlosigkeit, ja, die sich aber überall als scheinbar etwas, als scheinbar Begrenztes sich spielt, und doch ist da immer nur diese totale Grenzenlosigkeit, die simultan als alles erscheint. Diese Tatsache, dass es eben nichts Ursächliches gibt, kann man sich dem nähern und also in der Form dem nähern, was ich jetzt versuche zu beschreiben? Es gibt doch diese Experimente auch von Emoto mit Wasser, wo Wasser besprochen wird oder bespielt wird mit einer bestimmten Musik und sich das dann entsprechend dieser Schwingung auch die Kristalle verändern. Ja, aber das ist ja schon das alles, was dann halt schon bereits erscheint. Aber setze ich dann nicht mit einem Wort, eine Ursache, dass das Wasser dann entweder normal bleibt oder verfault, weil solche Experimente gibt es und das Wasser reagiert tatsächlich auf einen Menschen, der etwas denkt, tut. Ist das dann nicht tatsächlich die Ursache, die das dann hervorruft? Aber nein, die Ursache müsste ja dann auch wieder eine Ursache haben. Das ist ja so ein Ding ohne Ende. Genau, was ist die Ursache von der Ursache? Und was ist wiederum Genau, die Ursache von ja, der okay. Ursache? Und was ist die Ursache wieder von der? Und Das ist ein unhaltbares Konzept, ich habe es verstanden, ja. okay. Ja, genau. Und selbst wenn das gerade so erscheint, wie es jetzt gerade erscheint, aber genau, was ist letztendlich immer die Ursache von der Ursache? Und es ist dann letztendlich wieder total haltlos. Und dann spielt es sich gerade so in diesem Anschein, dass da gerade etwas so präsentiert worden ist. Ja, aber ja. Aber für das, was du bist, was du nicht nicht sein kannst, für das hat es keine tatsächliche Relevanz, weil es ja das totale Alles an sich ist. Und es kann sich so spielen, es kann sich aber auch anders spielen. Aber egal, wie es sich spielt, für das ist dennoch nie irgendetwas passiert. Aber da ist ja schon wieder der Verstand, also kann ich gleich schon wieder jetzt hier, ne? Was ist zwischen dem, was passiert, und dem, was nicht passiert? Ich komme ja immer schon Du wieder hier. stellst so Fragen, auf die es keine Antworten gibt. Da entsteht automatisch kurz ein Vakuum im Kopf. Kurz Ja, mal aber da. Stille. Aber dieses sogenannte, was du jetzt als Vakuum oder als Stille oder als diesen Zwischenraum, könnte man jetzt auch bezeichnen, oder als diese Leere. Aber das ist es. Und das ist ja schon bereits. Und das ist das, was ist. Das ist das, was du selbst bist. Nicht du als Erik, als irgendeine Idee, Also man kann es auch sondern nicht verpassen oder verlieren, das Ganze. nein, nein, Man kann sich dem nein, es. nicht nähern, aber man kann auch Na, nicht ja, weiter genau. weggehen Nee, genau, weder noch. davon. Weder noch. Man hat sich weder entfernt, deswegen kann man sich auch dem nicht nähern, weil man hat sich erst gar nicht davon distanziert oder entfernt. Absolut, man kann sich absolut dem nicht nähern. Ist nicht möglich. Ne? Und weil es schon, genau, ist schon diese Direktheit. Jeder Versuch, irgendwo hinzukommen, ist ja genau das, was einen abhält, das zu erkennen, dass es schon ist, dass man schon ist, ne? Also Ja, so. jegliche Frage, die ich hier stelle, ist eigentlich der Versuch, irgendwo anzukommen, gedanklich, irgendwas endlich zu verstehen Ja, und sagen, ja, jetzt jeder. habe ich es. Ja? Ja, Das geht hier jedes. gar Aber nicht. ja, aber jedes, jedes, jede, jede Frage und jedes Verstehen ist schon bereits das. Das erscheint in dem, was bereits schon ist, oder das, was ist, erscheint jetzt als diese Frage oder als dieses Verstehen wollen. Aber da ist schon bereits das, was ist. Was kein Verstehen braucht, um zu sein.
was kein Wissen braucht, um zu sein, was kein Denken braucht, um zu sein, was kein Wort braucht, um zu sein. Das ist schon. Mit und ohne jedem Gedanken, mit und ohne jedem Wort, dieses, was nicht etwas ist, oder dieses Nichts, dieses volle Nichts, unerkennbar für sich selbst tatsächlich. Weil es nichts Zweites gibt, tatsächlich. Ich habe so Momente gehabt, was mich. Aber warte mal ganz kurz, aber dieses nicht, es kann nichts verpasst werden, weil da ist kein nächsten Moment, den man verpassen könnte. Es gibt diesen nächsten Moment erst gar nicht. Es gibt den jetzigen Moment schon gar nicht. Es gibt keinen Moment. Weil was soll ein Moment sein? Wo fängt er an und wo hört er auf? Was soll das sein? Und das ist ja das, was wir am Anfang ja auch gleich hatten. Wenn man alle Gedanken wegnimmt und man keine Gedanken, keine Worte mehr verwenden kann, wo ist denn da ein Vorher oder Nachher oder ein nächsten Moment? Und was ist dann direkt hier? Und das ist immer noch bereits hier, egal was wir jetzt gesprochen haben. Das war die ganze Zeit da. Egal welche Frage, egal mit dieser Frage irgendetwas dann erreichen zu wollen, das war immer die ganze Zeit schon da. Das war nie weg. Und dann tummeln sich dann da oder erscheinen dann da diese Worte und dann anscheinend relevante Fragen und es doch irgendwie mit irgendeiner Frage dahin zu kommen, was schon bereits ist. Das ist eigentlich sozusagen dieser Scherz. Das ist ja ganz schöne Mogelpackung hier, du. Also nicht Ja, du aber reden, sondern das du Leben. bist es selbst, du bist es selbst, du bist es selbst, du selbst erscheint, erscheint, du selbst erscheint als dieser Streich. Ja, das bringt wirklich so ein bisschen Heiterkeit ins Leben, der Gedanke. Regina, gibt's irgendwas im Chat Also ich oder sage haben wir erstmal jetzt nur? Dankeschön. Ich könnte noch weiter Ja. fragen, aber ich sage erstmal danke. Vielen Dank für diesen Raum, für meine vielen Fragen. Dankeschön. Ja, total gerne. Sollte so sein. Sollte sich so spielen. Im Chat spielt es sich heute so, dass komischerweise keine große Beteiligung ist. Okay, Sorry. dann ja, ist doch alles, hatten wir noch nie gehabt, aber dadurch hat sich ja jetzt wunderbar jetzt halt auch einfach dieser Raum jetzt halt auch ergeben. Ja, genau. Ja, dass wir jetzt hier einfach mal überwiegend zu zweit jetzt hier, also als scheinbare Zweiheit jetzt hier. Genau. Als Erik und Sven sich jetzt hier mal so ein vermehrter Austausch sich gespielt hat. Ich glaube, alle waren sehr fasziniert von eurem Austausch und das kriege ich auch mit. Ja. Na gut. Amina, willst du noch was sagen? Du stille Zeugin. Nein. Brauchst du nicht. Aber wenn du möchtest, total gerne. Ja, es geht in Wirklichkeit nirgendwo hin. Es kann nichts verpasst werden, weil es gibt keinen nächsten Moment, der zu irgendetwas anderes tatsächlich führt. Es gibt diesen anderen Moment nicht. Einfach nur ein Gedanke, eine Idee, etwas Erfundenes. Da ist nur das, was ist, was nie angefangen ist. Es kann nur sich selbst sein. Verändert sich nicht tatsächlich. Bei all dem Veränderlichen, was sich in dem ganzen Anschein sich spielt. Das, was sich als Veränderliches sich spielt, ist das Unveränderliche. Und es bleibt immer das, was unveränderlich ist. Alles besteht aus nichts, was nicht nichts ist. Jeder Gedanke, jedes Sprechen, jedes Wort,
Was auch immer. Besteht aus diesem Nichts, was nicht nichts ist. Alles ist das. Es gibt nichts anderes. Da ist nicht nur etwas anderes. Es gibt kein Etwas zu etwas anderem. Das hat nie existiert. Das ist nur das, was ist. Und das, was ist, ist niemals in Erscheinung getreten. Und doch ist es simultan das, was erscheint. Zum Schluss kommen noch Fragen. Ja. Linette will wissen, was ist das Ich? Was das Ich ist? Ja. Ich hab keine Ahnung, was das Ich sein soll. Das Ich ist nichts anderes als das, was ist. Ich ist ein Wort. Da ist nur das, was ist, was nie angefangen ist, was von nirgendwo hergekommen ist und nirgendwo hingeht. Und daraus besteht alles, was von nirgendwo hergekommen ist und nirgendwo hingeht. Es gibt kein Ich als etwas. Es gibt kein Ich zu dem, was bereits nie angefangen ist. Und Elisabeth Bosch schreibt noch: Danke, Sven, und euch allen. Es war wunderbar, euch zuzuhören. Gute Nacht. Ja, voll gerne. Gute Nacht erstmal. Miranja Kashifu schreibt: Welche Bedingungen gibt es für die Offenbarung der Ganzheit innerhalb der Scheinbarkeit? Ja, da ist nur die Ganzheit. Wenn du keine Gedanken verwenden kannst, keine Worte verwenden kannst, was siehst du hier? Da ist nur diese Ganzheit, diese Unteilbarkeit. Es gibt nichts anderes. Es gab nie irgendetwas anderes. Da ist nur das, was diese Unteilbarkeit ist. Es gibt nichts darüber hinaus, es gibt nichts Zweites. Und du bist das. Du bist das selbst, nicht du als irgendeine begrenzte Idee oder nicht du als Person, als Mensch. Das ist alles etwas Erfundenes. Alles, was nicht tatsächlich existent ist. Da ist nur das, was ist. Jeanette Nicole stellt fest, schöner Austausch mit euch beiden. Also ist der, der sucht, der größte Witz, der das Erkennen verhindert. Nochmal bitte. Schöner Austausch mit euch beiden. Ja. So ist der, der sucht, der größte Witz, der das Erkennen verhindert. Ja und nein. Also der sucht, den gibt es ja gar nicht. Da ist nur das, was ist, was als, ja, auf eine Art gesagt, als dieses erfundene Konstrukt selbst erscheint. Es erscheint selbst als dieses Konstrukt von Suche. Aber es gibt keinen tatsächlichen Suchenden. Den hat es nie gegeben. Da ist nur das, was ist, was als dieses erfundene Konstrukt halt erscheint. In dem dann halt Suchen stattfindet. In dem eine Idee stattfindet von einem nächsten Moment. In dem einfach sich immer wieder diese Zweiheit sich spielt. Etwas zu etwas anderem. Und dass es da etwas gibt, was erreicht werden könnte, müsste, irgendetwas anderes sei. Da ist nichts anderes. Da ist nur das, was ist. Ja, man könnte dazu sagen, genau, ja, dieser Witz aus sich selbst heraus. Oder dieser Scherz aus sich selbst heraus. Genau. Ja. Linette fragt zum Abschluss, woher weißt Woher ich das weiß? Da ist niemand, der das weiß. Also, das war ja hier auch schon klar. Hier ist niemand, der weiß, was das ist. Hier findet einfach Sprechen statt. Und das, was hier spricht, spricht auch überall anders. Und erscheint überall, überall zugleich als Sprechen, als Hören. Da ist nur das, was ist. Das kann nicht gewusst werden, was das ist tatsächlich. Es ist unsagbar. Und alles, was man darüber sagen kann, sind ja nur wieder Worte.
Worte. Da ist kein Ich und dann noch etwas anderes. Wenn du alle Gedanken weg, wenn wir alle Gedanken wieder wegnehmen, wo ist da ein Ich und ein Du? Oder ein Ich und ein Ich? Und was ist direkt hier, wenn wir alle Gedanken und alle Worte wegnehmen? Unmittelbar hier. Diese Offensichtlichkeit, wie auch eben gesagt worden ist, diese Offensichtlichkeit, das ist es. Und das ist Ganzheit. Das ist diese Unteilbarkeit. Es gibt nichts anderes. Alles ist das. Diese Nichtzweiheit ist alles. Nochmal fragt Piranha Shifu nach, was verhindert die Offensichtlichkeit der Ganzheit innerhalb der Scheinbarkeit? Da ist nicht tatsächlich etwas, was das verhindert. Das, was als Denken erscheint, spielt sich immer dualistisch sozusagen, immer als Zweiheit. Aber es gibt dieses Dualistische nicht tatsächlich oder diese Zweiheit. Da ist nur diese Nicht-Zweiheit. Weil wenn du alle Gedanken wegnimmst, alle Gedanken, alle Worte wegnimmst, wo ist denn da nicht die Ganzheit? Was siehst du, wenn du alle Gedanken und alle Worte wegnimmst? Was siehst du unmittelbar? Kann das geteilt werden? Kann das geteilt werden? Nein. Es hat so den Anschein, als könnte es geteilt werden, aber es kann gar nicht geteilt werden. Nichts existiert getrennt oder außerhalb. Da ist also von dem, was ist, da ist nur das, was ist. Und das ist einfach nur wieder ein Gedanke. Und das Denken spielt sich immer so, das ist halt die Funktion von Denken halt auch. Oder dass es sich halt so spielt. Ja, immer in diesem Dualistischen. Aber was liegt zwischen Denken und Nichtdenken? Was ist unteilbar zwischen Denken und Nichtdenken? Das ist völlig offensichtlich, da ist nur diese Unteilbarkeit. Vielleicht ist das ein ganz schönes Schlusswort. Okay. Oder möchtest du noch Ja. was sagen? Nee, wenn das jetzt soweit alles war, ansonsten, wer da Interesse hat, weiter darüber zu sprechen, die Möglichkeit besteht ja halt auch, mich über E-Mail anzuschreiben, dann kann man halt auch weitere Kontaktdaten halt auch austauschen, kann man sich auch gerne treffen halt bei einem Telefonat oder über einen Videoanruf oder über Zoom. Also da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten durchaus halt aus und wenn da Interesse besteht, wie gesagt, mich einfach anmailen. Und dann kann es halt auch mal in so einem 1 zu 1 direkt weitergehen. Und ansonsten, ja, am 18. November ist hier der nächste Live-Chat. Kann es auch dort weitergehen. Oder am 2., 3. November dann halt auch direkt vor Ort in Stuttgart. Und das organisiert Susanne heißt sie. Und zwar die Daten darüber findet man dann halt über lachschule-stuttgart.de. Einfach das eingeben im Internet und dann kommt man auf die Seite und da findet man alle Daten darüber,
wann das losgeht, genau, und wie dann so der ungefähr der Ablauf ist. Ja, genau, das einfach nochmal so zum Abschluss. Und wie gesagt, total willkommen, mich auch direkt anzuschreiben, und ja, dann kann man da auch mal ein Treffen miteinander ausmachen. Total, total gerne, total willkommen, wie gesagt. Okay, dann Ja, ja, vielen war's. Ist die Zeit erstmal wieder abgelaufen? Dank. Ja, Einfach. welche Zeit, na, ne? Wir haben ja schon, es gibt kein Vorher, kein Nachher tatsächlich. Ist immer wieder nur ein Gedanke, eine Idee. Gut, dann Alle zusammen. rühren wir noch mal eine Runde hier und zum Abschluss, und ja, bis jetzt wie immer, was es auch nicht gibt. Tschüss. Schönen Abend noch.